Now, willkommen zurück, meine über alles verehrten Chaos-Anbeter und diejenigen, die es werden wollen. Wir sehen eine riesige Armee der Zwerge, die uns gegenübersteht und entscheiden uns dagegen, über sie herzufallen, denn sie sehen doch ziemlich formidabel aus. Prinz Siegwald, der Prachtvolle, entscheidet sich lieber... Oh Mann, ich habe Angst, dass sie mich jeden Moment angreifen werden. Oh je, wenn die mich im nächsten Zug angreifen, bin ich vielleicht sofort tot. Das wäre echt nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, ihm Paroli zu bieten. Ich meine, wir haben jetzt okay ein paar Chaos-Barbaren mit Zweihandwaffen. Sein Fernkampf ist ziemlich böse. Nahkampf haben wir 41. Nahkampfangriff 30 und 25 Nahkampfangriff. Das ist natürlich nicht so viel. Selbst die Chaos-Barbaren kommen damit zurecht. Die Chaos-Krieger und Auserkorenen werden da kaum getroffen. Selbst die Kultisten können dagegen wahrscheinlich halbwegs standhalten. Aber ich glaube, zwei Armeen würden uns trotzdem so richtig übel. Ja, übel. Übel. Fallen Knights of Chaos. Was sind die denn interessant? Huskarlen? Boah, auch nicht schlecht. Oder wollen wir einfach unsere auf Richtung Unheilige Legion gehen? Oder Chaos Bolt Throwers. Ich weiß, gegen Kavallerie und gegen Streitwagen sind die Dinger ziemlich gut. Bisschen mehr Fernkampf. Ich meine, meine Armee ist sowieso relativ stark auf Fernkampf ausgelegt. Aber das hier gibt mir mehr Einkommen und reduziert Unterhaltskosten. Auch wenn die Hordengebäude dann mehr kosten. Aber mehr Hordenwachstum, und mehr Hordenwachstum ist gut. Dann kann ich noch 5 Züge durchhalten. Und es muss dann eben reichen. Weiter geht's, Leute. Dann hoffen wir mal, dass die Zwerge uns nicht überrennen. Und wie ich mein Glück kenne, mit der letzten Chaos-Kampagne, würde ich nicht ausschließen, dass die Zwerge echt böse auf uns sind. Und uns kaputt machen wollen. Völlig grundlos natürlich. Irgendwelche anderen Chaoskrieger haben sicherlich hier gegen uns verschworen. Lasst mich mal meinen Tisch hochfahren. Heute ist der 22.07. Mayhaps we can barter for the souls of those you represent. Ihr wollt uns Geld geben und ein Schutzbündnis haben. Ja, wisst ihr was? Wie wär's mit Vasall werden? Wir zerstören, stören auch gern. Wir schrotten, gibt zusammen. Nee, ach kommt. Das ist noch nicht so. Noch nicht so krass. Vielleicht hätte ich es doch machen sollen, wenn die Zwerge jetzt kommen. Vielleicht hätte es die Zwerge von uns... Vielleicht hätte es verhindert, dass die Zwerge uns angreifen würden. Sie kommen jetzt. Oh nein! Oh nein! Oh nein, die Zwerge! Flucht, Kackzwerge! Kack, kack, kack. Wenn ich kann, muss ich abhauen. Sie haben nicht angegriffen! Oh, Siegwald, der Prachtvolle, ist glücklich. Glücklich. Oh, hört er sich so an? Vielleicht. Vielleicht hört er sich in der Lore so an. Ich meine, Slanisch-Leute sind ja flexibel, was Freundschaften angehen. Ich brauche wirklich einen Blitzangriff. Oh, der wollte einen Hinterhalt machen. Zum Glück hat es nicht funktioniert. Und zum Glück fallen sie jetzt so ein bisschen auseinander. Aber ich glaube, sich gegen mit den Zwergen hier anzulegen, ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Ich brauche... Haben wir hier irgendwo den Blitz? Gibt es denn überhaupt den Blitzangriff? Wo ist der? Ich habe keinen... Es gibt keinen Blitzangriff. Schande! Oh, wow. Viel Trefferpunkte von... Das ist nicht schlecht. Crap. Crap. Habe ich aber irgendwas, was meine
wie heißt denn nochmal, meine Auserkoren, meine Chosen besser macht, dann würde ich mir das auf jeden Fall holen. Undivided, plus 5 Melee Attack und Weapon Strength und Magic Resistance for Undivided Chosen. Das hört sich doch gut an, das mitzunehmen. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Okay, Zwerge, ihr geht mir echt auf die Nerven. Und wir müssen abhauen. Ich hoffe nur, die kommen nicht richtig... Ah, sie kommen nicht hinterher. Sie müssen rennen, um hinterher zu kommen. Und wir regenerieren uns in der Zwischenzeit fröhlich und frisch. So, dann haben wir unsere Chaos-Barbaren mit Zweihandwaffen. Ich denke mal, das reicht jetzt an elitären Einheiten. Wenn ich was kaufe, dann vielleicht nur noch was Günstiges. Und diesen Chaos-Bolt-Thrower, der macht mich schon ein bisschen an. Das kostet alles gerade zu viel. Unterhalte reduziert für Chaos-Barbaren. Das ist nicht schlecht, aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Ich glaube, ich pumpe meine Armee kurz mal mit ein bisschen Müll auf. Normale Chaos-Kultisten oder sogar die Panzerbrechenden. Ich habe 26 Nahkampfabwehr, das ist schon gar nicht schlecht. Und die kosten fast nichts. Ich denke, das können wir uns noch leisten. Und dann müssen wir wirklich anfangen zu plündern. Leider ist Volksgrad so richtig im Arsch. Meine Güte, könnt ihr Volksgrad nicht so ein bisschen irgendwie besser machen? Damit es da was zu holen geht? Nein? Danke. Ansonsten muss ich mit etwas Pech tatsächlich gegen die Zwerge kämpfen. Möglicherweise werden sie die Frostlande versuchen zu besetzen. In dem Fall werden sehr viele ihrer Truppen verlieren durch die Bevölkerung der Frostlande. Dann könnte sich vielleicht ein Angriff lohnen, wenn ich in der Lage bin, eine Armee nach der anderen anzugreifen. Vielleicht sage ich auch unseren Verbündeten, sie sollen bitte mal in die Richtung gehen. Und Siok-Tracken sieht momentan ziemlich offen aus. Sind sie offen? Siok-Tracken, sie sind offen. Okay, und sie gehen zu den Frostlanden. Und eine, okay, die Armee steht ganz alleine da. Ich hoffe, ich komme dahin. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Ich glaube, wenn wir die Armee platt machen, kriegen wir mehr Geld, als wenn ich dieses komische Kackdorf da der Kisleviten überrenne. Die Gelegenheit muss ich beim Schopfe packen. Denn dann kriege ich auch noch Siok-Tracken im nächsten Zug. Boah, minus 12 öffentliche Ordnung. Denen geht's echt nicht gut hier. Alles voller Chaos, Korruption. Boah, plus 100%. Auch geht auf 100%. Okay, Volksgrad lohnt sich nicht. Aber leider komme ich nicht an die Zwerge hin. Die Armee ist ziemlich leer. Und die Armee ist echt fast kaputt. Crap. Oh, das ist echt gut. Los geht's, Leute. So richtig toll finde ich es ja nicht. Aber die brauchen jetzt echt lang. Die kriegen 37 Modelle bis zum nächsten Zug. Das ist fast nix. Heißt, wenn, dann jetzt. Wenn, dann jetzt. Crap, ich komme nicht hin. Ich komme nicht hin. Flucht. Ich komme nicht hin, verflucht. Das heißt, ich habe nur noch für knapp 3 Züge Geldmittel. Ich hoffe nur, ihr unterstützt mich schnell genug, weil die Armee ist ziemlich gut.
Ziemlich viel Barbaren mit Zweihandwaffen, die werden den Zwergen einheizen. Aber ich musste mich zurückziehen. Okay, ich hoffe, meine Verbündeten kommen. Sonst sind wir geliefert. Ich hätte sie schon im letzten Zug vorschicken sollen. Okay, wenn die Zwerge jetzt kommen, müssen wir kämpfen. Immerhin, die sind ziemlich schwach. Fast alle Einheiten sind doch bei halber Lebensenergie. Und er hat nichts, was meinen Außerkronen so richtig Probleme macht. Ich bin so froh, dass ich Außerkronen habe. Und jetzt kann ich sogar heilen, weil ich den Nörgelzauberer habe. Oh, gut, dass der Nörgelzauberer da ist. Heilung ist, glaube ich, wird wahrscheinlich richtig, richtig wertvoll sein hier. Mit diesen Elite-Truppen, die ja sowieso kaum fallen, weil jedes der Modelle ja so viel Lebensenergie hat. Okay. Oh, fuck. Dumme Zwergdinger. Okay, meine Verstärkung ist da. Die müssen mitmachen. Ihr müsst unbedingt mitkämpfen. Wenn ihr nicht mitkämpft, dann bin ich eigentlich tot. Okay, aber Skjoktraken. Kommen wir zu Skjoktraken oder zu den Frostlanden hin? Frostlande plündern. Okay, hier ist eine recht große Garnison. Skjoktraken ist voll. Aber ich weiß, diese Armee ist schwach. Die kommen kaum weiter. Die Frostlande haben noch keine Garnison. Ich könnte plündern, dann wären wir halt außer Atem. Aber wenigstens kriegen wir ein bisschen Geld. Ich brauche das Geld. Das geht nicht anders. Kann ich die direkt angreifen? Nee. Das geht nicht. Don't think so. Who are these grotesqueries? Tribesmen gather. War Coordination Targets sind die dort hinten. Und leider kommen meine Barbaren erst später. Okay, schnappt euch die. The gods direct me. Wir gehen hier hin. Und wir müssen kämpfen. Es hat alles keinen Sinn. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, haben wir verloren. Im nächsten Zug. Warum bin ich nicht nach Kislev gegangen? Die Armee kostet viel zu viel. Ich muss irgendwas auflösen. Wenn wir im nächsten Zug nicht dazu kommen zu kämpfen. Und selbst wenn die Zwerge jetzt angreifen, kann ich mich nicht zurückziehen. Befürchte ich. Naja, im nächsten Zug muss ich kämpfen, das ist klar. Sonst gehen wir pleite. Dann brauchen wir die Frostlande und Skjoktraken und dann müssen wir so schnell wie möglich nach Kislev. Oh meine Güte, diese Chaos-Horde hat so gut wie kein Geld. Warum hat die Chaos-Horde so gut wie kein Geld? Das ist echt wirklich schwierig, muss ich sagen. Ich denke, es wäre einfacher. Na, vielleicht sollte ich die Schlachtschwierigkeit auf normal stellen, anstatt auf sehr schwer. Wow. Ja! Fantastisch. Wir haben sie im Tunnelnetzwerk eingefangen. Nahkampfangriff minus 5. Oh ja. Und ich habe plus 10% Waffenstärke. Ich habe meine Auserkorenen. Geschoss und Feuer und Magie und aller Resistenz. Ein Heilzauberer plus 8% Waffenstärke. Boah, die haben wie viel? 85 Waffenstärke, davon 39 rüstungsdurchdringend. Oh ja. Oh ja. Und sie haben keine Musketen, sie haben nur ein paar Armbrustschützen. Das wird ein Fest, Leute! Die Chaos-Götter sind uns gnädig.
Gotrek Tiefbraue. Du dachtest wohl, du wärst schlau, aber es hat sich herausgestellt, du hast einen kritischen Fehler gemacht bei dem Versuch, unsere Armee zu umgehen. Die Magie sieht gut aus. So, stellen wir uns denn hin? Hier ist okay. Kultisten. Chaosbarbaren mit zwei Handwaffen. Lass er von der linken Flanke kommen. Die bleiben hier, um den Todbringer zu schützen. Ihr kommt irgendwo dahin, um nach vorne zu gucken. Ihr kommt in die Mitte, um durch den Gegner durchzubrechen. Und los geht's. Okay, jetzt stellen wir uns mal anständig auf. So, die stehen bereit. Die stellen wir zum Todbringer. Als Sicherungsmechanismus. Chaoskrieger stellen sich direkt hinter die Kultisten, um in der zweiten Reihe anzugreifen. Chaosbarbaren kommen hierher. Und Siegwald und die Chaosbrut. Kann ich den? Kann ich nicht overcasten. Okay, wir sind in Position. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt hier den Berg so merkwürdig hinunterkämpfen, wenn ich es vermeiden kann. Weil die Sprengladung, von den Sprengladungen habe ich zugegebenermaßen etwas Angst. Ich weiß nicht, was die so zu bieten haben. Okay, dann fang an zu schießen. Zeit, den Todbringer zu verwenden, um Tod zu bringen. Ich weiß. Es ist ein bisschen doppelt gewoppelt. Oh, eine sehr enge Zwergenformation. Nein! Ah, sie sind auseinandergelaufen. Bevor wir den großen Schaden anrichten konnten. Schade eigentlich. Schöne enge Zwergenformation. Ich bin ein Freund davon. Ja, die Hunde können leider hier nicht so richtig was machen. Aber der Todbringer kann gut schießen. Die Zwerge sind übrigens ein überraschend angenehm zu treffender Formation anzutreffen. Ha! Fan davon. Dumme Zwerge. Ich hatte mehr von euch erwartet. Aber die halten schon einiges aus, das muss man ihnen lassen. Los geht's. Okay, und ihr geht mal los. Fangt an zu debuffen. Und hier versuchen wir das erste Mal zu heilen. Hauen wir mal die Kultisten. Nur mal, um zu sehen, was passiert. Und, habt ihr was regeneriert? Wow, ihr könnt fast eure gesamte Lebensenergie regenerieren. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wollen wir hier einmal in diesen komischen Blob Zwergenblob reinschießen? Ja. Wollen wir. Sollte dazu führen, dass sie flüchten.
Sieht ganz gut aus. Oh. Der gegnerische General möchte uns töten. Das schafft er aber nicht. Das schafft er überhaupt nicht. Hm, wir haben die Bergwerke über den Haufen gerannt. Sehr gut, Todbringer. Noch einmal schießen, bitte. Das müsste eigentlich reichen, um sie davon zu überzeugen, woanders hinzugehen. Ich glaube, jetzt höre ich lieber auf zu schießen. Oder? Ja, ich glaube, jetzt sollten wir nicht mehr weiterschießen. Sieht eher so aus, als würden die Zwerge das Zeitliche segnen. Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Zum Glück sind die so langsam. So, die Kultisten haben wir einmal geheilt. Was? Wie viel? Das hat ganz schön viele Lebenspunkte regeneriert. Aber tote Kombattanten werden nicht mehr zurückgeholt aus dem Untod. Ist okay. Das akzeptiere ich. Und Adividelci, Zwergenarmee. Tot mag ich Zwerge sehr viel lieber. Die Chaos-Barbarenreiter haben sich echt gut gegen die Armbrustschützen geschlagen. Fast erwartet, sie erleiden mehr Verluste, aber nichts da. Okay, damit haben wir uns, glaube ich, erstmal wieder einen Zug vom Untergang entfernt. Ich hoffe, ich kriege viel Geld. Sehr gut, das hält mich wieder für 2 Züge über Wasser. Und dann müssen wir zu den Zwergen gehen. Wir müssen praktisch die ganze Zeit alles platt machen. Und ich brauche noch mehr Geld. Geld, Geld, Geld! Oder jedenfalls Gunst. Ich weiß zwar nicht genau, wie man Gunst ausgibt, aber es scheint zu funktionieren. Oh, was? Ach, zum Glück, das war eine verbündete Armee. Oh ja, sie kommen hier raus. Aber ich hoffe, sie greifen nicht Skjok-Tracken an, die will ich haben. Ich muss die Stadt erobern. Ich muss sie nämlich plündern. Oh. Ein Geschenk der Macht. Die Endzeit ist nah und die Chaosgötter haben mir ein Geschenk angeboten. Aber die Götter, wenn ich dieses Geschenk annehme, erwarten die Götter große Taten. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Mhm. 20 Runden, minus 5 Nahkampfabwehr, ganz sicher nicht. Profane the Gift. Mhm. Minus 10% und minus 5 Nahkampfabwehr. Chaotic Blessing. Nichts unternehmen. Ehrlich gesagt will ich nicht weniger Geld haben. Die Nahkampfabwehrverluste, das kann ich mir nicht leisten. Das ist einfach zu krass. Das ist zu hart. Wir ignorieren das. So, Skjok-Tracken. Die werde ich mir schnappen. Wie sieht es mit Karak-Drak aus? Karak-Drak ist gar nicht so gut verteidigt. Ihr schafft das, oder? Ich bin mir recht sicher, dass die das wahrscheinlich sogar hinkriegen könnten. So, die Frostlande sind ziemlich platt. Gibt fast eigentlich keinen Grund, die nochmal platt... Oh, Sigurd hat ein Level-Up. Ne, irgendjemand hat ein Level-Up. Ah, der Chaos-Zauberer. Der Nörgel-Zauberer. Oh, yeah. Armeekosten reduzieren wäre schon eine gute Sache, haben wir allerdings nicht. Das heißt, wir könnten Trefferpunkte plus 9%. Okay, nee, machen wir hier mal diese ganzen Zaubersprüche, sehen sehr interessant aus. Level 2 Zauberspruch kostet er weniger. Bloated with disease heals the sorcerer when abilities are cast. Was ist das? Stark gegen mehrere Angreifer. Nurgle's Boils.
macht Schaden am Gegner. Das macht Giftschaden am Gegner. Und das macht reduziert gegnerische Nahkampfabwehr und Nahkampfangriff für 30 Sekunden. Könnte interessant sein. Miasma of Pestilence. Ist alles ziemlich, alles gar nicht schlecht. Alles gar nicht schlecht. Na gut, nehmen wir mal das hier. Reduktion von Nahkampf, Angriff und Verteidigung. Das ist, hört sich gut an. Hört sich gut an, das will ich haben. Okay, dann machen wir die Frostlande erstmal platt. Raise for Corn. Haben wir eigentlich schon mal gemacht. Jetzt könnte ich vielleicht mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit gebrauchen. Baukosten minus 10% für alle Gebäude. Ist irgendwas, was Upkeep reduziert? Nicht so wirklich. Einkommen von Städten, Einkommen aus Beuten nach der Schlacht. Ja, okay, warum nicht? Nehmen wir es uns. Wo ist denn das aktiv? Ach, hier. Hier ist es aktiv, jetzt sehe ich's. Okay, leider komme ich nicht weiter. Ärgerlich. Das heißt, ich habe jetzt 4 Züge, mit denen ich zurechtkommen muss. Ich hoffe nur, mein Verbündeter, die hinterhältige Sackratte, greift nichts Jock-Tracken an. Das brauche ich. Verausgabt euch lieber gegen Karak-Drak und dann belagert es ein bisschen und ich komme dann, um euch zu verstärken. Und das wäre eigentlich der Optimalfall. Dann gehen wir nach Kislev und machen die platt. Das ist jetzt, das ist der Plan. Das ist der Plan. Ja, die Chaos-Kampagne macht mir bisher schon in gewisser Weise Spaß. Das heißt, es gefällt mir. Was heißt denn in gewisser Weise? Was redet der für Quatsch? Doch, gefällt mir ganz gut, weil sie ist sehr herausfordernd momentan. Ganz, ganz knapp an der Grenze immer, bisher, vor dem den Bach runtergehen. Und das finde ich toll. Das macht Freude. So eine Kampagne mag ich. Ich freue mich schon auf Warhammer 3, wenn das Chaos richtig... Oh ja, und sie gehen los. Oh, danke, ihr seid wirklich die besten Verbündeten. Habt ihr schon angegriffen? Und seid ihr alle tot? Habt ihr euch... Ihr habt euch alle umbringen lassen. War das... Okay, zum Glück kommt direkt die neue Armee. Hättet ihr besser machen können, Leute. Ganz im Ernst. Hättet ihr... Ein bisschen besser machen können. Okay, Gold ist wenig da. Ich könnte jetzt hier... Reduzierte Upkeep für diverse Einheiten. Warriors of Tsiench, Warriors of Corn, Warriors of Nurgle. Oh, so viele schöne... So viele schöne Chaoskrieger. Oh Mann, das finde ich echt klasse. Das gebe ich zu. Oder ungeteiltes Chaos. Ungeteiltes Chaos. Und reduziert auch Upkeep-Kosten. Nicht schlecht. Aber gerade können wir es uns nicht leisten. Skjok-Traken rebelliert bald. Davor müssen wir es überrennen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Angriff unserer unfähigen Verbündeten wenigstens für große Verluste an unseren Gegnern gesorgt hat. Deswegen hoffen wir mal, dass es weitergeht. Im nächsten Zug müssen wir Sjok-Traken platt machen und dann muss es direkt nach Karak-Drak weitergehen, um die dort zu erledigen. Interessanterweise scheint die KI hier mit diesen Mods keinen so großen öffentlichen Ordnungsvorteil zu haben, wie sonst immer. Sonst wäre eine Rebellion, glaube ich, fast unmöglich. Sieht so aus, als machen die Norskani Winterzahn. Wollen die Städte des Nordens auch vereinen, so wie es gerade aussieht. Was wollt ihr? Ihr wollt einen Nicht-Angriffspakt. Für 1000 Gold. Es hält uns Einzug über Wasser.
Wisst ihr was? Den nehmen wir. Oh nein! Die Oh nein! Die Zarina und ich bin nicht da, um meinem Stamm zu helfen. Okay, und was machen die Zwerge? Zwerge wollen verteidigen. Perfekt. Die sind in Eilstellung, das heißt, sie werden müde sein. Und ich glaube, die können wir erledigen. Die sind nicht stark genug. Leider ist, glaube ich, mein Stamm dann so gut wie tot, nachdem ich ihn erweckt habe. Wie unangenehm. Das wird eine sehr harte Kampagne. Zwei Regimenter sind bereits da. Das Lager der Basehornlinger hat eine ganz okaye Verteidigung. Aber das ist schon ziemlich hart, was hier auf die zukommt. Okay, aber im nächsten Zug können wir hier Sjoktraken überrennen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, euch gefällt diese Kampagne. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine hochverehrten Zuschauer. Bis zum nächsten Mal mit Prinz Sigwald, dem Prachtvollen.